Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat mit ihren drastischen Kürzungsplänen bei den Kohlebeihilfen einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Mit Folgen auch für die Steuergespräche. Die SPD ließ die für morgen geplante Steuerrunde mit der Koalition platzen. Sie sprach von einem Zeichen der Solidarität mit den aufgebrachten Bergleuten. Unterdessen wächst die Krisenstimmung in den Kohleländern Nordrhein-Westfalen und Saarland. Dort gingen heute tausende Kumpel aus Protest auf die Straße. Die Reaktionen im Revier waren heftiger, als es selbst die Bergbaugewerkschaft erwartet hatte. Während die Funktionäre noch beisammen saßen und diskutierten, schufen die Kumpel Fakten. Sie verweigerten die Einfahrt in den Schacht. Wir haben schon so viel zurückgesteckt und immer halten sie uns ruhig. Und jetzt ist das Maß voll, jetzt müssen wir was unternehmen. Im ganzen Ruhrgebiet spontane Aktionen, Versammlungen, Umzüge, Autobahnblockaden. Nach den Bonner Plänen müssten 10 Bergwerke stillgelegt werden. Es geht um immerhin 60.000 Arbeitsplätze. Als am Mittag der Ministerpräsident in Düsseldorf vor die Presse ging, war das gesamte Kabinett dabei, um Solidarität zu zeigen. Für das Land sei die Zahl von 3,8 Milliarden eine Katastrophe. Den Vorschlag, Nordrhein-Westfalen könne ja dann seine eigenen Kohlehilfen kräftig aufstocken, wies Rau zurück. Ich halte es für eine Zumutung, dass der Bund seinen Anteil an den Kohlehilfen mehr als halbieren will und gleichzeitig eine Aufstockung des Landesanteils um 2/3 verlangt. Das kann und wird es nicht geben. Vertragsbruch warf Rau der Bundesregierung vor und das sehen die Kumpel genauso. An den Zechentoren im Ruhrgebiet und im Saarland sind Mahnwachen aufgezogen. Bis mindestens Dienstag soll keine einzige Tonne Kohle mehr gefördert werden. Eine verzweifelte Aktion, das ist ihnen bewusst. Aber in einzelnen Städten droht Arbeitslosigkeit bis zu 25%. Johannes Rau hat für morgen kurzfristig eine Ruhrgebietskonferenz nach Düsseldorf einberufen. Aber auch an die knüpfen die Kumpel keine allzu großen Hoffnungen. Die Bundesregierung verteidigte heute noch einmal ihre Kürzungspläne bei den Kohlesubventionen. Zugleich warfen Koalitionspolitiker der SPD vor, mit ihrer Steuerabsage verantwortungslos zu handeln. So oder so ähnlich hätte es auch morgen ausgesehen, wenn sich Koalition und SPD zum dritten Steuergespräch getroffen hätten. Doch nun hat die SPD die Gespräche abgesagt. Ein Schleuser, der nordrhein-westfälische Finanzminister, hatte als erster die Reißleine gezogen und seine Teilnahme abgesagt. Den Gesprächen sei die Grundlage entzogen. Er könne nicht über Entlastungen für Unternehmer in zweistelliger Milliardenhöhe verhandeln, wenn die Bundesregierung bei Arbeitnehmern solche Einschnitte plane. Die Wiederaufnahme der Steuergespräche hat die SPD an Bedingungen geknüpft. Die Bundesregierung müsse verhandelbare Vorschläge unterbreiten. Das Angebot der Kohle, bei der Kohle kennen Sie, das ist überhaupt nicht verhandlungsfähig. Und bei Steuern gibt die Koalition bisher keine Signale, dass sie von ihren Vorschlägen, Nachtarbeit und Schichtarbeit zu besteuern, abgeht oder davon die Renten zu besteuern oder davon die Kilometerpauschale zu rasieren. Also es hat keinen Sinn, dann weiter zu verhandeln. Wenn Sie zu Gesprächen bereit sind, ist es gut. Wenn nicht, geht es auch ohne die Sozialdemokraten. Wir lassen eine Verzögerung nicht zu. Und ich sage noch einmal, ich finde wirklich verantwortungslos, dass man wegen parteitaktischer Mätzchen jetzt so wichtige Gespräche, auf die Menschen so viel Hoffnung setzen in diesem Lande, einfach zur Geißel nimmt. Immer mehr Menschen sind von Sozialhilfe abhängig. Das belegen die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Danach erhielten Ende 1995 2.520.000 Menschen Hilfe zum Lebensunterhalt, 9,1% mehr als im Jahr zuvor. Unter denen, die Unterstützung brauchten, waren deutlich mehr Frauen als Männer. Überproportional stieg die Zahl der Ausländer, die Hilfe nötig hatten. Der Sozialverband VdK fordert, die Benachteiligung von Frauen bei der Alterssicherung zu beseitigen. VdK-Präsident Hirlinger sagte heute in Bonn, Frauen seien von Altersarmut besonders betroffen. So hätten derzeit 3/4 der Rentnerinnen monatlich weniger als 1.000 Mark zur Verfügung. Notwendig, so der VdK, sei zum Beispiel, die Kindererziehungszeiten stärker zu berücksichtigen. In der CDU wird weiter über die Rentenreform gestritten. Die für heute angekündigte Entscheidung verschob der Bundesvorstand, weil der sächsische Ministerpräsident Biedenkopf einen Gegenentwurf zu dem Modell des Bundesarbeitsministers vorlegte. Es sollte sein Tag werden, er war es nicht.
Norbert Blüms Reformmodell wird vom eigenen Parteivorstand auf Eis gelegt. Zunächst für eine Woche. Ein später Triumph für den ehemaligen Vordenker der CDU. Der sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf fordert seit Jahren die Abschaffung der gesetzlichen Rentenversicherung, weil sie von der Zahl der Beschäftigten abhängt. Biedenkopf schlägt stattdessen eine für jeden gleiche Bürgerrente vor, die sich am Volkseinkommen orientiert. Heute wären das 1.500 Mark ab dem 65. Lebensjahr. 70% des Arbeitgeberanteils werden ausbezahlt und dienen der privaten Altersvorsorge. Weil es eine Grundsicherung gibt, kann es für die Bürgerinnen und Bürger, die einen Anspruch darauf haben, auch keine Altersarmut mehr geben. Denn die Grundsicherung liegt über der Sozialhilfe. Der Sozialminister hält an seinem Reformmodell fest, dass das Erwerbseinkommen wie bisher zum Maßstab der Alterseinkünfte macht. Blüm will das Rentenniveau in den nächsten 30 Jahren auf 64% senken. Bei einem Rentenalter von mindestens 65 Jahren. Der Beitrag liegt dann bei 23%. Dafür muss der Bundeszuschuss aus Steuermitteln auf 80 Milliarden Mark erhöht werden. Ich bin auch gegen Einheitsrenten, weil sie vom Leistungsgesichtspunkt Abschied nehmen. Damit macht Blüm gleichzeitig klar, wofür er nicht zur Verfügung steht. Die Mehrheit des Parteivorstandes ist auf seiner Seite, weil das eine Einigung mit den Sozialdemokraten ermöglicht. Der Biedenkopf-Vorschlag kommt eher den Freien Demokraten entgegen. Beide Parteien werden für die Reform gebraucht. Der Doppelbeschluss heute soll ein Signal an sie sein. Der russische Präsident Jelzin hat seinen bisherigen Büroleiter Tschubais mit deutlich mehr Macht ausgestattet. Er wurde heute zum ersten Vize-Regierungschef ernannt. Der 41 Jahre alte Wirtschaftsfachmann wird von den Kommunisten und Nationalisten abgelehnt. 1992, 75 Jahre nach der sozialistischen Oktoberrevolution, stellte Boris Jelzin seinem Minister Anatoli Tschubais die Aufgabe, die staatliche Planwirtschaft zu privatisieren. Jeder bekam einen Privatisierungscheck über 10.000 Rubel. Die Menschen hofften, jetzt erhielte jeder seinen gerechten Anteil am Volksvermögen. Aber dann kam der Niedergang der Wirtschaft und Tschubais verkörperte von nun an die Enttäuschung der Menschen und zog ihren Hass auf sich. Tschubais hielt sich bis Anfang 1996 in der Regierung. Dann opferte Jelzin ihn. Die kommunistisch dominierte Duma hatte immer wieder seinen Kopf gefordert. Aber hinter den Kulissen zog der brillante Organisator Tschubais die Fäden für Jelzins erfolgreichen Wahlkampf und gelangte schließlich als Präsidialamtschef in den innersten Zirkel der Macht. Die Ernennung Tschubais zum ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten wird in Moskau als eine Rückkehr zu konsequenteren marktwirtschaftlichen Reformen gewertet und als Kampferklärung gegen die Kommunisten im Parlament. Israel will seine Truppen aus einem weiteren Teil des Westjordanlandes abziehen. Die Entscheidung des Kabinetts von Ministerpräsident Netanyahu fiel in der vergangenen Nacht mit 10-7 Stimmen. Der Beschluss wurde sofort kritisiert. Auf der einen Seite von Abgeordneten der rechtsgerichteten Koalitionspartner Netanyahus, auf der anderen Seite von den Palästinensern. Fast 30 Jahre lang war die Kleinstadt Halhul bei Hebron durch die israelische Armee besetzt. Jetzt bereitet man sich auf den Tag der Befreiung vor. Doch die Übergabe der Zivilverwaltung wird frühestens ab Sonntag beginnen. Dann wird auch die Armee sich aus den 450 Quadratkilometern im Westjordanland zurückziehen. Zu wenig, sagen die Palästinenser, denn erst in den nächsten beiden Etappen bis Mitte 98 wird Israel 90% der besetzten Gebiete geräumt haben. Palästinenser-Präsident Arafat war heute wütend, nicht auf seinen deutschen Gast Israels Rückzug sei zu spät, klagt er, zu gering und ohne Absprache mit ihm einseitig beschlossen worden. Noch ist der palästinensische Protest gegen die andere Entscheidung der israelischen Regierung friedlich. Doch wenn die Bulldozer hier am Berg Hahomar anrollen, wenn die Wohnungen für 30.000 Israelis am Rande von Ostjerusalem gebaut werden, dann droht eine zweite Intifada. Später, bei seinem Treffen mit Israels Regierungschef, forderte der deutsche Außenminister Netanyahu auf, den Baubescheid zu revidieren. Doch Netanyahu wird starr bleiben. Die Rechten im eigenen politischen Lager werfen ihm Verrat vor, wollen die Regierung kippen.
Die Aussichten auf eine politische Lösung der Albanien-Krise sind heute wieder gedämpft worden. Staatspräsident Berisha hat in Tirana gegenüber dem EA-Ratsvorsitzenden Van Mirlo Neuwahlen und eine Koalitionsregierung abgelehnt. Das aber sind zwei Hauptforderungen der Aufständischen im Süden des Landes. Sie wollen ihre Waffen erst abgeben, wenn Berisha zurücktritt. Sarandel heute Mittag. Der Mann, den sie festhalten, hatte bei der Demonstration doch nur vor Freude in die Luft schießen wollen, aber sie lassen ihn nicht. Denn schließlich herrscht in Albanien eigentlich Versammlungsverbot. Mehr als 4 Personen auf einmal sind untersagt. Dafür ist heute in Sarandel ziemlich viel los. Patriotische Parolen und eigentlich keine Schüsse. Und das ist Sarandel. Vielleicht früher einmal eine Perle der südlichen Adria, heute eine heruntergekommene Metropole, garniert durch verbrannte Polizeifahrzeuge, eine zerschossene und ausgebrannte Bibliothek und Elend en masse. Hier ist das Zentrum der Rebellion gegen die Regierung in der Hauptstadt Tirana. Hier regieren jetzt die Kalaschnikows. Am Rande der Stadt der Kriegsmarinehafen. 5 Torpedoboote, 2 kleine Zerstörer und kein Schussfeld. Bier und Munition haben die Posten der Rebellen gleich oberhalb des Hafens offenbar genug. Zu erkennen geben wollen sie sich nicht. Jede Nacht gibt es hier Schießereien. Sie halten die Schiffe quasi als Geiseln im Hafen. Ein gespenstisches Bild für die Regierung. Sie wollen hier aber Verantwortung üben und keine Provokationen dulden. Der neuliche Versuch albanischen Militärs, hier in der vergangenen Nacht an Land zu gehen und die Kontrolle über die Stadt wieder zu erreichen, war vergebens. Und es war nicht das erste Mal. Die Rebellen treten selbstbewusster auf als je zuvor. Jetzt fordern sie eine Regierung der nationalen Einheit unter Einschluss der Opposition. In der chinesischen Hauptstadt Peking soll es einen Bombenanschlag gegeben haben. Während des Berufsverkehrs wurden bei einer Detonation in einem Bus mehr als 30 Menschen verletzt. Das berichteten Augenzeugen. Angeblich kamen auch mindestens 2 Menschen ums Leben. Die Behörden wollten den Vorfall nicht kommentieren, ließen jedoch Straßensperren errichten und Autos durchsuchen. Die geplante Schließung des belgischen Renault-Werkes Vilvoorde hat zu Solidaritätsstreiks in anderen Ländern geführt. Auch in Frankreich und Spanien legten heute Beschäftigte des Automobilunternehmens die Arbeit nieder. In Brüssel zogen Demonstranten vor die französische Botschaft. Grund: Der Nachbarstaat ist mit 46% an Renault beteiligt. Die Belgier vermuten, dass bei ihnen 3.100 Stellen gestrichen werden sollen, nur um Arbeitsplätze in Frankreich zu retten. Im sogenannten Stasi-RAF-Prozess hat das Berliner Landgericht heute Geldstrafen auf Bewährung gegen 3 frühere Stasi-Offiziere verhängt. Sie hätten sich zwar der versuchten Strafvereitelung schuldig gemacht, so die Richter. Die Aufnahme von RAF-Aussteigern in der DDR habe aber keine Schäden verursacht. Die Stasi-Offiziere hatten zugegeben, in den 80er Jahren steckbrieflich gesuchte Terroristen zu einer neuen Identität in der DDR verholfen zu haben. Die Entführung einer Frau und eines 5-jährigen Mädchens aus Laos ist heute ohne Blutvergießen beendet worden. Die Berliner Polizei konnte die beiden befreien und mehrere mutmaßliche Täter festnehmen. Vor 4 Tagen hatten bewaffnete Vietnamesen im rheinischen Neuss ein von Asiaten bewohntes Mehrfamilienhaus überfallen und waren mit den Geiseln geflüchtet. Katja Salzinger hat den Super-G im US-amerikanischen Mammoth Mountain gewonnen. Zweite wurde ihre Teamgefährtin Hilde Gerg vor der Schwedin Pamela Wiberg, die sich damit bereits 5 Rennen vor Saisonende den Gesamtweltcup sicherte. Beeindruckend, wie sich Katja Salzinger ihren 3. Sieg des laufenden Winters holte. Mit 1:16,08 hatte die 24-jährige Abfahrts-Olympiasiegerin vom SC Halblech mehr als 1,5 Sekunden Vorsprung auf ihre Mannschaftskollegin Hilde Gerg aus Lenggries, die 2. wurde. Katharina Guttensohn als 5. und Martina Ertl als 6. komplettierten das gute deutsche Mannschaftsergebnis. Trotz des Erfolges kann die Deutsche ihren Titel im Gesamtweltcup nicht mehr verteidigen, denn Pernilla Wiberg liegt vor den noch ausstehenden 5 Saisonrennen uneinholbar in Führung. Auch im Super-G-Weltcup kann die Schwedin die 4-jährige Herrschaft von Salzinger in dieser Disziplin beenden. Vor dem letzten Rennen hat sie 39 bzw. 75 Punkte Vorsprung vor den beiden Deutschen Gerg und Salzinger. Die Eisschnellläuferin Gunda Niemann hat heute in Warschau souverän ihren Weltmeistertitel über 3000 Meter verteidigt. Die Erfurterin siegte vor Anni Friesinger aus Inzell. 4. wurde Claudia Pechstein aus Berlin. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 8. März.
Bei einer Sichtweite von unter 1000 Metern spricht man in der Wetterkunde von Nebel. Davon gibt es in den nächsten Tagen reichlich. Der Grund ist ein Tiefausläufer aus Nordosten, der von einem neuen Hoch, das derzeit über Irland und Ostengland liegt, verdrängt wird. Das alte Hoch Hartmut, verantwortlich für die Frühlingsgrüße der vergangenen Tage, löst sich über Polen auf. Erhalten bleibt uns in den frühen Morgenstunden Nebel von München bis zum Schwarzwald. Am Nachmittag ist der Spuk dann vorbei. Kurz vor dem Aufstehen erreicht ein Regenband Schleswig-Holstein und die Nordseeküste und überzieht bis zum Abend Niedersachsen, Mecklenburg und das Rheinland mit Sprühregen. In der Mitte und im Süden schwachwindig aus verschiedenen Richtungen. In Norddeutschland schwacher Westwind, später auf Nord drehend und stärker werdend. Frost von Berlin bis Stuttgart um plus 4 Grad an der Küste. Am Tag rascher Temperaturanstieg auf 12 Grad in Berlin, 15 Grad im Rheinland und 8 Grad an der Küste. Die Nächte bleiben kalt, um 0 Grad mit Bodenfrost. Tagsüber heiter und trocken.